Oh, als allererstes drückt ihr STRG runter, um das Bild zu duplizieren. Danach nehmt ihr das Polygon-Lasso-Werkzeug und fahrt um die Haare herum. Video Bild, Korrekturen, Farbton und Sättigung. Da können wir jetzt einstellen, welche Farbe die Haare bekommen sollen. Wir können jetzt auch noch den Radiergummi nehmen und die überstehende wegradieren.